den Charakter The Lost focus during the run. und schaltet ihn auf eine sehr schwierige Weise frei. Und zwar muss er mit vier bestimmten Charakteren auf ganz bestimmte Art und Weise sterben. In einer festgelegten Reihenfolge. What we do in speedruns of this game is basically okay, weißt du auch welche? Welche Charaktere das waren, das jetzt leider nicht. Auf jeden Fall hat er besondere Eigenschaften, er kann fliegen. Das Item Holy Mantle, was bedeutet, pro Raum darf er einmal getroffen werden. Das ist ein Update, früher hatte er es nicht, aber mit einem er instant tot. Und was wir gerade sehen, er hat so lange restartet, bis wir ein Item haben, von dem wir dachten, wir können das Spiel problemlos gewinnen. Bekommen haben wir Polyphemus. Das macht die Tränen extrem groß, extrem stark und ein Schuss trifft zweimal. Ich habe mir nachgeguckt, das ist Rebirth, was wir damals hatten. Okay, also das Spiel ohne Update. Seems like. Gut, wir sehen gerade den ersten Boss Pestilence, an und für sich sehr einfach. Problem gerade, ein kleiner Raum mit exklusiven Fässern. Pestilence droppt immer dieselben Gegenstände als Boss Loot. Heißt, eine Kugel, die um dich rumfliegt, die als Projektil abfangen hilft. Wir haben bei dem Boss, glaube ich, 3 oder 4 Mal schon gestorben. Thank you. So yeah, the big thing about orbitals is it protects from tears and we was er mit diesem Orbital, also die Kugel um ihn herum jetzt gerade machen könnte, Orphanages, in Gegner reinlaufen und sie damit töten. Problem natürlich sehr riskant. Das vor Raum einmal getroffen werden. So yeah, right there, that was the only mental. Yeah. I can do it. So once per room. Lässt dieses Spiel so einfach aussehen. Es ist aber für sich nicht schwer. Man muss sich eigentlich nur an die Mechaniken des Spiels gewöhnen. Es gibt viele Roguelike Games, die sind 100-mal härter als Isaac. Okay. Warum war ich denn so scheiße in dem Spiel? Okay, da hat er gerade ein bisschen Pech gehabt. In Item Room fand er das Item Dead Bird. Es gehört mit zu den schwächsten aller Items. Aber sobald man getroffen wird, lässt er den Vogel auf seinem Kopf frei und der attackiert dann Gegner. Der macht eigentlich kaum Schaden. Items, die erst getriggert werden, nachdem du getroffen wirst, sind relativ unbeliebt. Besonders mit The Lost. Gut, dieser Boss ist auch gerade einer der neueren, die erst per Update nachkam. Ganz sieht nicht unbedingt schwer, vor eigentlich im Polyphem ist. Und was wir gerade sehen, ein Deal with the Devil. Diese Rooms kommt man, wenn man Glück hat, wenn man nicht getroffen wurde, den ganzen Floor über. Und die Items dort kosten für gewöhnlich einen gewissen Preis, also ein eigenes Leben. The Lost besitzt kein Leben, also sind die Items darin immer gratis. Okay, das ist nice. Das heißt auch für The Lost, selbst wenn er von einem Bossgegner einen HP-Upgrade bekommen würde, hätte deswegen keinen Effekt. Das wäre also das Schlimmste, was ihm passieren kann. Das war zum Glück bisher nicht der Fall. Weißt du, ob es für die Kategorie einen Weltrekord gibt? Gibt es, natürlich. Wir haben nämlich bei unserer Recherche nämlich nichts gefunden. Weißt du zufällig auch, wo der ist? Nein, das leider nicht. Denn das große Problem bei einem Spiel ist, es ist vollkommen R&D, von Anfang bis Ende. Deswegen, die meisten stellen sich persönliche Rekorde dafür auf und vergleichen das nicht gerne. Ah, okay. Was wir auch gerade gefunden haben im Shop, war das Item Sackboy. Der hat jetzt eine Tüte über den Kopf. Und es besteht jetzt häufig die Chance, dass als Item-Drop eine Tüte kommt, in der sich mehrere kleine Items zu finden.
Das erleichtert den Run enorm, weil man bekommt deutlich mehr Schüsse, um in Räume oder an Truhen zu kommen. Yeah, the sun basically Man bekommt just deutliche hits a Bomben, room wodurch man and an geheime Räume leichter rankommt. just give you views the a map. mapping. Give you Aber all wenn nötig, the brauchst du leichter kennen. That's Und er hat gerade Keybam aufgehoben, was meiner Meinung nach eine schlechte Entscheidung war. Keybam hat die Eigenschaft, wenn ein Schuss im Raum liegt, rennt er hin und hebt diesen auf. Problem, er braucht diesen meist selbst. Im Gegenzug droppt Keybam für gewöhnlich hilfreiche Gegenstände. Allerdings häufig gar nichts bis nutzlos. Ach, was ich auch noch nicht angesprochen hatte, noch eine Eigenschaft an The Lost. Er ist ein Geist und hat deswegen nicht nur die Eigenschaft zu fliegen, sondern es auch durch Blöcke durchzuschießen. So, er hat automatisch auch schon Spectral Shot. Deswegen kann er sich überall hinter Steinen verstecken, wodurch er nicht getroffen werden kann, aber er kann die Gegner auch immer anschießen. Okay. So that was cave 1. We still have cave 2. Und ein weiteres nutzloses Item, Matchsticks. Er hat einige Bomben bekommen, für gewöhnlich auch ein Evil Up, was einen die Chance auf schwarze Herzen erhöht. Für The Lost leider absolut nutzlos. We have a $20 donation from Frusula. May the Vaseline be with you, Shigen. Oh, thanks. So, yeah, this is, Was glaubst du, wie lange wird er für den Run brauchen? Er hat Polyphemus bekommen sehr früh, also je nachdem, ob er, also welches Ende er wählt. So 30 Minuten. Okay. Doch schon das ganze Estimate. Wenn man sehr viel Glück hat, bekommt man ein Fetus-Item. Also Epic Fetus oder Fetus in Sutra. Das sind somit die stärksten Items, die man in den ersten Räumen bekommen kann. Da schafft man, wenn man schnell ist, einen Run in knapp 20 Minuten. Oh, nicht schlecht. Ja, das sind Items, entweder hast du ein Zielvisier und da landet eine Rakete oder du schießt Bomben. Er hat eben sein aktives Item ausgetauscht. Vorher hatte er Book of Sins, was alle vier Räume ein zufälliges Consumable-Item droppt. Jetzt hat er Gappy-Set, wodurch er einmal pro Raum um sich herum einen Schuss absondern kann, der seinen eigenen Tränen entspricht. Allerdings mit doppelter Stärke. Ah, okay. Kurze Info für dich: Das Ende wird sein Dark Room. Okay. Gut, das macht mit Lost nicht wirklich einen Unterschied. Denn man hat hier die Wahl zwischen Kathedrale und Böse Chest. Daher würde man ein Item aufheben, das heißt Polaroid. Das hätte den Effekt, dass wenn auf ein halbes rotes Herz runtergeht, man kurzzeitig ein Schild bekommt. Mag keine Herzen, kein Effekt. Für Dark Boom wählt man das negativ. Der Effekt ist so gerade entfallen, leider, weil das benutzt man so selten. Geht immer eigentlich die Kathedrale ab. Der Kathedrale sind für gewöhnlich die Gegner, die auftauchen, ein klein wenig stärker. Ab dem Zeitpunkt tauchen nämlich in jedem Raum noch Bossgegner auf. Yeah, we Shit, I don't take it. Being the last makes you go really, really safe. Even on a speedrun like you just ending in a marathon. Achso, ja, habe ich auch noch nicht erwähnt. Man sieht ja rechts in der Itemleiste diesen schwarzen Sack. Der auch schon recht früh in Devil Room eingesammelt. Das ist Dark Powder. Wenn er umherläuft, sieht man ja so ein Puder hinter sich herziehen. Wenn er da einen Kreis bildet, taucht ein Pentagramm auf, in dem Gegner Schaden bekommen. Okay. Wenn Gegner anlocken möchte damit, hilfreich, aber auch nicht wirklich stark und eher nervtötend. Mit den Tiers, die Gegner zu killen, geht deutlich schneller.
Für die Leute, die The Binding of Isaac nie gespielt haben, die Items, die ihr eingesammelt habt, sieht man ja recht an der Seite, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Kann er die auch wieder ablegen oder hat er die, muss er die jetzt benutzen? Die rechts an der Seite sind festgelegt. Du siehst eigentlich noch ein Item oben links, das ist ein aktives Item. Das kann er wechseln, je nachdem, was er aufhebt. Davon kann man nicht nur eins tragen. Und dann hat er auch unten links ein Trinket. Das sind auch nochmal passive Items. Die kann er eigentlich jetzt abwerfen. Genau wie die Karten und Pin unten rechts. Okay. Jetzt gerade zum Beispiel das Hufeisen, das Goldene, was ihnen die Chance auf goldene Consumables erhöht. Wie zum Beispiel eine goldene Bombe hat er endlos Bomben. Goldener Schlüssel hat er endlos Schlüssel. Ein goldenes Herz, wenn er da getroffen wird, mit bekommt er Geld. Das macht hier irgendwie schon ein bisschen ridiculous aus, wie er einfach rüberfliegt. Okay, was für ein Item hat er jetzt gerade aufgesammelt? Magic Finger war, glaube ich, der Name. Und zwar kann er Geld benutzen, um sämtlichen Gegnern in den Raum Schaden zuzufügen. Okay, nice. Ja, er erreicht bald den Punkt im Spiel, wo keine Shops mehr auftauchen. Ab da ist Geld nutzlos, also es ist schon eine recht gute Wahl. Allerdings, weil er Polyphemus, das heißt, er hat schon starke Schüsse. Je nachdem, was noch aufhebt, könnte Tamiset, der ihn noch hatte, deutlich mächtiger sein. Also Tamiset kann im Bestfall auf einen einzelnen Knopfdruck den gesamten Room clearen, auch wenn er aus Bossgegnern besteht. Okay, das klingt nett. Aber wie gesagt, das ist abhängig davon, was du für Items hat. Was ich auch noch nicht angesprochen habe, er hat vorhin auch das Item Gapisel gefunden. Ganz oben links, okay. Er ist oben rechts. Okay. Ist ein Teil von der Katze Gopi. Was den Effekt hat, ist droppen mehr Truhen. Was an und für sich nice ist, nur wenn man wenig Schüssel hat, eher nebensächlich. Allerdings geht er in Darkroom, was wiederum auch bedeutet, er braucht die Schüssel nicht. Darkroom droppen nur rote Truhen, welche keine Schüssel benötigen. It's a really, really good item. Würde in die Kathedrale gehen und so fest. Yeah, it's a good one. Oder schon allein 4 für den Startraum brauchen. So, was er da eben gefunden hat, ist ein Quarting Space. Die sind manchmal versteckt unter bestimmten Steinen, die man zerstören kann. Und in diesem Raum, wenn das Bett im perfekten Zustand ist, findet man es immer. Okay, den Skip kannte ich eben auch noch nicht. Da hat er eben den Crawling Space ausgenutzt, um sich durch die Wand durchzuschießen mit Bomben. Denn rechts daneben befindet sich immer ein Black Market. Dort kann mehrere Items gegen eigenes Leben kaufen. Es gab früher schon andere Bugs, wie er durch konnte, und wie er noch gerade gesehen hat, Black Market in den Crawling Spaces so aufgebaut, wenn er nach links geht, kommt man immer raus, selbst wenn die Wand blockiert ist. Okay. Auch schön zu sehen, dieser kleine Dämon, der um ihn rumfliegt, Incubus, mit einer der mächtigsten Gehilfen, die man haben kann. Er fliegt umher und hat eine schwarze Aura. Gegner in dieser werden geschädigt, gehst du selbst in dieser und feuerst einen Schuss ab, ist er doppelt so stark. We have a bunch of money, so it should really help. Yeah. It should really, really help. So I will open this chest. Yeah. If we, there is one item that could. Gut, wir sehen auch gleich, er hat beinahe maximales Geld. Es gibt bis 99. Dank sein Trinket, das er gerade benutzt, Lucky Penny. Das hat den Effekt, wenn er Geld einsammelt, besteht die Chance, dass er die doppelte Menge bekommt. Und dann Sackboy und Humble Bundle und einige andere Items kommt er eine gigantische Menge an Consumable Items.
Achso, er konnte mit Magic Fänge eigentlich jeden Boom jetzt clearen. Er hätte immer genug Geld. Das heißt, er geht jetzt hin, spammt Magic Finger und das war's. Richtig. Wow. Du auch irgendwo gesehen hast, ein paar Mal. Er drückt ein paar Mal auf die Leertaste. Der Raum wackelt, geht mir tot. Auch schön ist natürlich, er hat Guppy, es sind viele Truhen da. Er hat Humble Bundle, das heißt, er kriegt die doppelte Menge an Items. Auch doppelte Schlüssel bedeutet. Die gehen also praktisch nie die Schlüssel aus. Er findet eine große Menge an Consumables. Und darin könnte sich auch gelegentlich mächtige Items finden. Wichtig natürlich auch zu sagen, weil du hast ja nicht weit gespielt. So gut wie alle Gegenstände muss man freischalten. Durch Kills vom Boss in von verschiedenen Challenges. Aus den bestimmten Aktionen, wie zum Beispiel Feuer löschen oder Steine zu stören. Spenden in einem Shop. I keep my counterfeit penny because of the magic finger, yeah. Yeah. Makes sense. Am Pay to Win, sagt mir gerade jemand, hieß das Item. Okay, wie viel müsste man das Spiel spielen, um, oder wie häufig durchspielen, um alle Items zu haben? Sehr häufig, denn es gibt einige Items, die stacken sich ab und graden dadurch auch auf. Wie zum Beispiel Keybomb gerade. Ist Teil einer Dreier-Kombo mit Dark Bum und Bum Friend. Die drei zusammen würden bilden Super Bum, welcher nahezu alle Items aufhebt und für dich dadurch Items fallen lässt. Ein sehr schwer zu bekommen, weil Key Bum ist mit einer der seltensten Gegenstände, die man haben kann. Ah, okay. Genauso mit der fliegenden Kugel, die du um dich da sehen hast. Davon gibt es auch eine rote Variante, der Cube of Meat, welcher am Super Meat Boy angelegt ist. Davon musst du 4 Stück in einen Run bekommen, um ihn maximal aufzuleveln. Das ist für ein 100% Spiel absolut nötig. Wow. Er hat auch gerade Guppys Hairball aufgesammelt. Da sieht man jetzt einen kleinen braunen Haufen hinter ihm umherfliegen. Den kann er benutzen, um Gegner zu schädigen, den ihn in diese reinschleudert. Halt hat er jetzt 2 Guppy-Items, bekommt auch ein drittes, wird er zu Guppy. Also es gibt Transformationen. Guppy ist mit die mächtigste Transformation im Spiel. Mit jedem Treffer, den du machst, spawnst du um dich eine Fliege. Diese Fliegen stürmen auf die Gegner zu, machen doppelten Schaden. Was mit Polyphemus eine Menge bedeutet. Okay. Das war doch aber gerade ein Boss, den er zerlegt hat, oder? Ja. Das war Mom, also seine Mutter. Zumindest ihr Fuß. Okay. Jetzt wird's einem richtig krank, wenn man genau aufpasst. Denn nach dem Kampf gegen Mom landet man in einem bestimmten Floor, The Womb. Man befindet sich jetzt also in ihrer Gebärmutter. Oh Gott. Man springt zwar nach jedem Boss weiter nach unten, altet sich jetzt technisch gesehen in ihren Körper auf dem Weg nach oben zu ihren Herzen. Das wäre nicht in diesem, sondern im nächsten Floor der nächste Boss gegen. Das ist ein bisschen weird. Ganz ehrlich. Wenn man genau darüber nachdenkt, ja, viele bedanken es einfach nicht. Die spielen es und gehen es nie mit. Besser ist das, glaube ich, auch. Was einem zu sagen ist zu dem Spiel, alles, was gerade passiert, ist rein in den Gedanken von Isaac, also rein fictional. Okay. Denn man sieht eine Vorgeschichte, diese ist gerendert. Aber alles, was so passiert, während des Runs, die ganzen Endings, die sind alle in Form von Bilderbüchern, sag ich mal. Also alles auf Papier gemalt. Also eigentlich träumt er das alles nur. Bitte, mal dich das auf. Er ist leicht wahnsinnig und stellt sich das alles vor. Er hat momentan das wohl mächtigste Konsum bekommen, oder zweitmächtigste, sag ich mal, Curved Horn.
So, ich mache ab jetzt all seine Schüsse den doppelten Schaden. But it gives like multiplied point 2.5, so that's actually more than plus 2. No, Polyphemus is it has multiplicator by 3 or 4, I don't remember. Wie viele Bossgegner haben wir jetzt noch? Also noch 4 Stück. Noch 4 Stück. Where are you? Okay. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt noch alles kommt. Bin mir nicht sicher, ob ich das wissen möchte. It's not dangerous, it's just annoying. Chaos Card, I will keep that too. Auch zu sagen, natürlich jetzt ab The Womp tauchen keine Shops mehr auf. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt sollte man sein Geld ausgegeben bzw. in die Donation Machine gesteckt haben. Donation Machine ist auch häufig ein sehr hilfreiches Unternehmen, denn man kann diese Bomben hochjagen, um ihr Geld rauszubekommen aus seinen vorherigen Runs. Allerdings, da ist es aus den vorherigen Runs, wenn die Day ist, reicht Ausbomben nichts mehr dabei. Und beim ersten paar Durchführen sollte man sie auf 999 bringen, um verschiedene Items freizuschalten. Okay, was hat er da jetzt aktiviert? Er hat das Item eingesammelt, diesen komischen Kreis, wenn du sehen kannst, More of the Void. Wenn er schießend drückt halten lässt für 1-2 Sekunden und loslässt, spawnt er um sich herum einen Laserstrahl. Okay, krass. Aber ist es richtig, dass jeder dritte Schuss von ihm rot ist? Dass die roten, das sind manchmal nicht, liegt daran, die roten Schüsse gehören ihnen. Die weißen Schüsse sind kleine Gehilfen, die du hinter ihnen sehen kannst, die sind zerlegten Mango Baby. Ah, okay. Und zwar färben solche Schüsse rot, wenn du eine gewisse Stärke erreichst. Also ich glaube, sobald du drei Hetzen Schaden machst mit einem Schuss. Okay. Still pretty good. Like, that's an item you want pretty early in, because if the way getting a Devil Deal works is if you don't get Chat wird sich schon über die Chaos-Karte gefreut. Chaos-Karte ist mit das Beste, was ihm passieren konnte. Und zwar so eine Karte, die kann er auf einen Gegner werfen. Diese killt ihn instant. Das heißt, wenn er beim letzten Boss ankommt, stürmt auf ihn zu, wirft die Karte, hat gewonnen. Wow. Es gibt einen Geheimboss hierbei, sag ich mal, Mega-Satan. Selbst diesen könnte er damit mit einem einzigen Schuss besiegen. Diesen kann er allerdings wahrscheinlich nicht mehr erreichen, denn anstatt die Devil Wounds, die hätte er auslassen müssen, hätte er die Angel Wounds gemusst. Denn hätte er die Statue, die im Raum steht, wie zum Beispiel hießen Satan, zerstören können, hätte einen Bossfight gehabt und hätte einen Schlüsselpart bekommen. Zwei Stück braucht man, er gibt einen Schlüssel, öffnet die Tür zum Mega-Satan. It's a bad curse because you can enter in the inner room in the left and be in the right. Gut. Also wir haben gerade mal einen Zart auf Besieg gehabt, sind nach unten gegangen anstatt ins Licht. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Dark Room. Sieht man auch die Umgebung schwarz, sonst wäre es eine Kathedrale. Ab jetzt tauchen in jedem Raum nur noch Bossgegner auf. Without Magic Fingers, I will be probably dead already. So. Yeah. Und der Runner auch eben gesagt, das Item heißt Magic Finger, ist nicht Pay to Win. Setup right now with More of the Void, Magic Finger with still 73 coins and Curved Dorm. Pay to Win finde ich aber auch schön. Ja. That's a pretty good setup. Ja, es ist nicht falsch, sag ich mal so. Es sieht auf jeden Fall auch nicht so falsch aus. Es wäre also auch möglich, dass es wirklich heißen könnte. Wow, da hat er aber die Kohle auch gebraucht. Oh. Yeah, that's not a really good room.
It's bosses from the from base. Okay, es sind jetzt gerade doch nicht jeden Raum Bosse, sehe ich gerade. Having four at the same time following you with no. Aber in jedem Raum mit Gegner, oder? Ja, das auch nicht unbedingt. Es gibt gelegentlich Räume, wo nichts drin ist. Ja, also jeder Boss mit jeder Raum mit Gegnern ist Boss, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Nö. Die Geister zum Beispiel eben mal keine Bossgegner. Okay. Ja. Also eben bekommt ein Lucky Penny. Gelegentlich, wenn du Geld aufhebst, kann es passieren, dass du einen Luck Upgrade bekommst, was natürlich bewirkt, dass am Ende eines Rounds die Gegenstände droppen. I love Maggie. Also die Wahrscheinlichkeit ist höher. Yeah. Move the void. Right now. There we go. Move the void is. Was hilfreich sein kann. Denn jetzt kommt der Fight gegen Satan. Ihr seid drei Phasen. Okay. Erste Phase ist gleich rum. Gegen zwei Krampus. Jetzt startet der Fight gegen Satan selbst. Ach, da hat er benutzt, ne? Er hat einen Quick Kill gemacht. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert. Eins hat er die letzte Phase übersprungen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, wer macht er da noch? Ich wollte gerade sagen, er lässt die Truhen ausgeroten. Und zwar im ersten Raum die vier Truhen. Wenn so Darkroom ist zufällig, was drin ist. Von da an ist in jeder einzelnen Truhe ein Item. I died the first time. That's a good game. Und da er Guppy's Tale hat, ist die Wahrscheinlichkeit auf Truhen sehr, sehr hoch, was für ihn viele Items bedeutet. Eingesetzt hat er jetzt Tech-X, diese komische Brille. Da kann er seinen Schuss aufladen und schießt dann einen Laser nach vorne. Je länger ihn auflädt, umso größer ist dieser Laser. Macht er euch eigentlich nicht mehr Schaden. Und die meisten haben jetzt... Nice, Chaos Card. Ja, kommt leider ein wenig zu spät. Hätte er es gewusst, hätte er Satan noch schneller killen können. Was ist Dark Room? Usually Dark Room just gives you... I think it's over. It's really over. I must find the boss right now, and... Wo hat er da eben mitgemacht? Aber ich hab nicht drauf geachtet. Like, most of all, this is a really good setup. Oh, it should be done really fast. Na, die meisten Items, die gerade einsammelt, sind eher unwichtig. Ken's Other Eye ist schwach. Impy hat die Chance, Items zu droppen, wenn du getroffen wirst. Den Passwort, was gerade den Namen nicht, hat die Chance, am Ende eines Raums, den Herzen zu droppen, die du nicht einsammeln kannst. Rookie Sorn hat die Chance, in alle vier Richtungen zu schießen. Die Gegner sind allerdings meistens so vor die platziert, dass das nichts bringt. Wie würdest du denn RNG jemanden jetzt bezeichnen? Er hat Dead Ski gefunden, da könnte er eigentlich jetzt in den Startraum gehen und Mega Satan killen. So yeah, we explained that we can the only way to und wie war ich frage eben? Wie du deine RNG beurteilen willst, ob die gut ist oder nicht in dem Run. Sehr gut. Er hat Polyphemus beim Restarting sehr schnell bekommen. Er hat Guppy's Tail bekommen mit Items, die sich dann addieren. Oh, er hat kaum Probleme getroffen zu werden, weil er hohen Schadenswert hat. Allerdings gehen ihm gleich das Geld aus, durch Magic Finger sehr schnell nutzlos wird. Es wäre also hilfreich für ihn, wenn er bald erst findet, dass ihm hilft. Und dann auch eben das Cancer-Item. Das hat den passiven Effekt, mit Glück natürlich, wenn du getroffen wirst, kommst du eventuell entfehlt oder auch so gelegentlich entfehlt. Was er gerade hat, dank der Rune, die er noch getragen hatte bei sich. Die Rune hat hielt diesen Schild für eine sehr lange Zeit. Er hat den Boss Lamp besiegt.
Er meint aber, er hat noch Zeit. Also macht er jetzt den finalen, möglichen finalen Boss. Da es sich die Möglichkeit ergibt. Und besiegt jetzt mega selten. Nice. Allerdings hat er noch die Chaos Card, also es wird ein sehr kurzer Kampf. Langweilig. Es ist fast wie Cheaten. So that's goodbye. Gut, das war eigentlich so die erste Phase. Okay, der hat im Prinzip die erste Phase skippt. Ja. Wow. In der ersten Phase würden für gewöhnlich viele Bossgegner kommen. Beispiel die vier apokalyptischen Reiter. Die so ein Fields eingebaut haben. Wow. Oder vier der Todsünden. 26 in game time, I don't know what this gives in RTI. Er sieht auch gerade nochmal eine Cutscene am Ende. Isaac hat sich in seiner Truhe versteckt mit der Foto seiner toten Katze Guppy. Und man sieht jetzt selbst betrachtet als Teufel. Er sieht sich selbst als Dämon an, weil seine Mutter ist streng christlich. Ah, okay. Das ist auch nice. Ja, und wir haben 29 Minuten 29. Also knapp unterm Estimate. Doritos noch Doritos, natürlich hat die Zeit gestoppt. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo er The Lamp gekillt hat. Eigentlich ein Boss für den Run. Danach, der Kampf gegen Mega Satan war nur Bonus. Ah, okay. Hallo. Moin. So, wunderschönen guten Morgen, Tyandros. Na, aus. Moin.